Im Kreistag Vorpommern-Greifswald hat die NPD-Fraktion in den letzten Jahren immer wieder mal ein Thema zur Sprache gebracht, und zwar die verschwiegene Ausländerkriminalität und die wirklich üble und tückische Informationspolitik der Pressestelle der Polizei in dieser Hinsicht, wenn man das überhaupt so nennen kann, Informationspolitik. Zum Beispiel hier am friedlichen Peneufer in Anklam kam es vor Monaten zu einer Messerstecherei. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert und die Sache wurde tagelang von der Polizei verschwiegen. Warum? Wenn der Täter ein Deutscher gewesen wäre und das Opfer ein Ausländer, der Deutsche vielleicht irgendwas Rassistisches gesagt hätte, in dem Fall wäre hier ein Riesenzirkus gewesen. Wir wären bundesweit in den Medien gewesen. Aber das Opfer war zwar ein Ausländer, aber der Täter war auch ein Ausländer. Opfer Afghane, Täter Syrer. Und das passt nicht so ganz in den Kram. Das verschweigt man lieber, weil ja immer nur die Deutschen schuld sind und die Ausländer immer Opfer. Und deswegen wurde das tagelang verschwiegen, bis die Presse es mal ausgegraben hat. Deswegen ist es hier auch leider nicht so ungefährlich, wie es in so einer friedlichen Stadt wie Anklam sein sollte, da wir nicht wissen, was es noch alles an Verbrechen gegeben hat und an gewalttätigen Übergriffen von Ausländern, kann man nicht den Leuten sagen, geh abends mal spazieren, passiert nichts. Es passiert halt doch was. Und es ist nicht nur so, dass die Ausländerkriminalität dadurch verfälscht wird, dass Ausländer Gewalttaten verschwiegen werden. Es werden auch mal Ausländer im Schnellverfahren eingebürgert und dann sind deren Verbrechen nicht mehr die Verbrechen von Ausländern, sondern von Deutschen mit türkischen Wurzeln und Deutschen mit nigerianischen Wurzeln und was auch immer. Wir werden von vorne bis hinten belogen und werden auch belogen auch in anderen Gebieten, etwa in Hinsicht der Arbeitslosenstatistik. Die NPD-Fraktion hat das schon mehrfach thematisiert im Kreistag Vorpommern und wird das auch weiterhin tun.